Moin, hallo. Moin. Ich muss jetzt über die Köhlbrandbrücke fahren. Uff. Nora hat mir einen Wunsch erfüllt. Ich wollte schon immer über die Köhlbrandbrücke fahren. Wir haben die ja jedes Mal auf unseren Nordtouren gesehen, Richtung Nordostseekanal und so weiter. Und ich wollte immer drüber fahren. Und heute passt das Wetter total. Wir haben keinen Wind. Ja. Jetzt sind wir auf der Köhlbrandbrücke. Ja. Also der Blick ist ja toll, aber... Ja. Uje. Die Köhlbrandbrücke soll in den nächsten Jahren abgerissen werden und durch einen Tunnel ersetzt werden. Und da passt das. Ich auf jeden Fall nochmal über die Köhlbrandbrücke. Oh, der Blick hier. Guck dir das cool. an. Cool. Total cool. Container. Meine Güte. Kreuzfahrtschiffe sehe ich da hinten. Echt? Ja. Aber das hier finde ich... Wow, hier, ja, Container-Terminal. Ja, die sehen wir nachher. Wir fahren nämlich ins alte Land nach Holland-Hünfleth. Eine Nacht, morgen ganz früh nach Hause. Haben wir noch, ja. Familie ruft, ja. Weihnachten, wir sind ja immer weg, wir sind schon immer ganz traurig. Ja, und zwar gibt es dieses Jahr Weihnachtsgans, wie jedes Jahr. Nora kocht. Aha. Boah, ist das cool, da unten ist die Autobahn. Wow. Wow. Also jetzt finde ich es auch schön. Ja, entspannt, ne? Ja. Also das ist bei mir wirklich Übungssache mit dem Brückenfahren. Ja. Also wenn kein Wind ist, geht das auch richtig gut. Aber der Verkehr ist Wahnsinn. Unglaublich. Unglaublich. Ja, ist ja kein Wunder, ne? Die vielen LKWs. Ja. Die Brücke leidet darunter. Man hat das Gefühl, Hamburg besteht nur aus LKWs. Ja. Das ist nochmal ein super Abschluss. Genau. Für eine Nacht. Super. Na, wir gehen noch schön spazieren, ne? Machen einen schönen Tee nachher. Im Dunkeln. Ja. Schön Tee trinken. Ja. Kerzenlicht. Weihnachtsmann. Wir haben nichts Süßes mehr. Nur noch einen Schokoladenweihnachtsmann. Den Köpfen da dann. Der wird dann geköpft. Und immer, wenn wir es gerade mal zeigen wollen an der Elbe, ne, dann kommt kein Schiff vorbei. Doch, da hinten fährt ein kleines. Irgendwas kommt auf uns zu. Spooky, spooky. Ja, aber es dreht nicht ab. Das sieht aus, als ob jetzt die Fähre kommt und uns abholt. Abholt, aber hier gibt es keine Rampe zum Drauffahren. Das sieht schon gespenstisch aus. Im Hintergrund übrigens, wo es leuchtet, da hinten, das ist Stader Sand. Ich habe das übrigens wieder vergessen. Stehen wir jetzt eigentlich vorm Deich oder hinterm Deich? Vor ist Vorsicht. Vorm Deich. Gut, jetzt habe ich es. Also Vorsicht, vorm Deich. Es kommt näher. Es kommt näher. Das ist nicht cool. Guck mal da, die Masten. Was passiert hier? Nix. UFOs. Da oben ist ein UFO. Da hinten. Ah ja, es fliegt da. Das fliegt. Das sieht aus wie ein UFO. Ja gut, wir sind ja nicht weit weg von Finkenwerder. Oh, schön. Die Beleuchtung. Naja gut, du hast die Hintergrundbeleuchtung. Das ist Hamburg. Das kommt nicht näher. Oder bin ich blöd? Die Sonne scheint. Wir müssen jetzt raus. Die Sonne scheint. Die Sonne scheint.
Ja, los, wir müssen uns auch ein bisschen bewegen. Ich habe gestern zu viel gegessen. Was haben wir denn? Hier stehen alle Informationen, die ihr braucht. Kreuzfahrtschiffe, das nächste kommt am 20.12., am 31.12. Ja, wir waren einen Tag zu spät, ne? Ja, wir sind einen Tag zu spät, das macht nichts. Leuchtturm, zum Leuchtturm gehen wir auch noch, das ist ein Museum. Von November bis März geht das nach Vereinbarung. Hier steht auch Gasverkauf, hier gibt es ein Freibad. Saisonöffnungszeiten, gut, im Moment ist es natürlich geschlossen. Tankstellen, Bäckerei. Wäsche waschen steht hier auch noch. Waschsalon in Stade. Fähr- und Entsorgungsstation blenden wir euch ein. Die ist ungefähr 3-4 Minuten mit dem Wohnmobil. Was haben wir noch? Ich glaube, 12 Stellplätze haben wir. Im Moment kostet es übrigens nichts. Im Moment ist kostenlos. Ja, der Automat ist abgebaut. Ja, soll ich noch zeigen, wo wir sind? Ja. Das ist eine gute Idee. Ja, hier ist so eine schöne Tafel. Wir sind hier, Holland-Twielenfleet. Hier ist der Stellplatz. Wir haben hier Stade, das ist also nicht weit. Hamburg, auch nicht weit. So, und die Fähr- und Entsorgungsstation ist sogar hier eingetragen. Die ist hier Richtung Gründeich. Ne? Wir hier und hier ist die Fähr- und Entsorgungsstation. Werder haben wir hier. Das ist ja auch noch ganz nett. Buxtehude. York. Ich suche gerade York. Nee, da sind wir, glaube ich, zu weit oben. Stimmt. Das ist hier nicht drauf. Doch, da! Entschuldigung. Hier ist York. Da kann man auch gut einkaufen. Ja, ich denke mal, das ist... Hier sind auch noch andere Stellplätze. Ne? Das ist Lühe. Ja, hier gibt's ist noch ein... Stader Sand kann man auch schön hinfahren und parken. Da hat man auch eine tolle Sicht auf die Elbe. Ja, und wir gehen gleich noch an den Elbstrand. Schön essen gehen könnt ihr in das Fährhaus Holland-Twielenfleet und habt auch einen super Blick auf die Elbe. Also das gefällt mir. Ja, und gestern ist noch ein Alkoven gekommen, ne? Ja, ein Concorde mit Zwillingsbereifung. Heute ist kein Wind. Das ist herrlich. Und im alten Land könnt ihr natürlich toll Obst kaufen. Überall gibt es die Obsthöfe, Bauernläden. Und am schönsten finde ich es im Frühjahr, wenn die Obstbäume anfangen zu blühen. Dann finde ich es am schönsten. Das da unten ist das Museum. Na? Ja. Sieht doch herrlich aus. Auf den Stelzen. Ich muss noch eins sagen. Gestern Abend haben wir gedacht, das wäre die Fähre. Die uns abholt, aber die beiden Holzschäle haben oben Leuchtkörper. Das sah aus, als ob eine Fähre. Und umso länger man drauf schaute auf die Beleuchtung, hatte ich das Gefühl, umso näher kommt die Fähre. Nein, das sind Holzschäle. Da ist im Sommer ein Ponton. Genau. Biergarten genau. Auf dem Wasser. Das ist wunderschön. Voll cool. Bulette, Bockwurst, Kaffee, Bier, alles da. Wein. Das ist herrlich. Und bei Wind. Wenn die Wellen dann so anschlagen. Oh, ja, klar, bei den großen Schiffen, das schaukelt. Herrlich. Was mir immer auffällt im alten Land, also gerade hier am Deich, dass die Wohnhäuser, die hier hinterm Deich stehen, wirklich bis unter das Dach oben ausgebaut sind, damit sie auch oben noch über den Deich, ne, wenn du dich aufhältst, oben im Haus, als Dach, kein Dachboden, dass du auch über den Elbdeich blicken kannst. Das finde ich echt immer herrlich. Wunderschön, mit viel Fenster, viel Licht. Könnt ihr noch wunderbar lange am Strand spazieren gehen, am Elbstrand, euch im Sommer sonnen und schwimmen gehen. Ja, das ist gut. Ja, zum Abschluss trinken wir jetzt noch ein Weihnachtskaffeechen und Bertel macht Weihnachtsmusik an und zündet die Kerzen an. Ja, und dann geht's nach Hause. Dann kommt mal rein in die gute Stube. Ja.
Schuhe müssen wir noch gut sauber machen. Ui, ja, die sind gut dreckig. Vom Elbstrand. So, na dann. Oh, du hast ja so schön geschmückt, Nora. Oh, ein bisschen, ein bisschen. Das ist ja super, super, super. Ja, jetzt Kaffee. Kaffee. Mann. Mantel wegpacken. Das war doch noch ein herrlicher Spaziergang. Vor allen Dingen die Sonne, ne? Ja. Die Sonne hat geschienen. Ja, ja, ja. So, die Weihnachtsmusik läuft. Jetzt gibt's Käffchen. Eins habe ich ganz vergessen zu sagen. Das ist hier ein Hundeparadies. Aber wirklich, ja. Na, wir waren ja mit unserem Karlchen hier früher. Und dann, wir hatten ein Labrador, ich glaube, ich habe das schon mal erwähnt. Und dann hinten an den Strand und, oh, Dummy werfen und stundenlang ins Wasser. Ab die Post, ja, das war gut. Bertel wächst güldenes Haar zur Weihnachtszeit, das passt doch, ne? Ja. Nein, tun wir mal weg. Wir wünschen euch allen ein frohes Fest. Von Herzen, von Herzen. Ja, von wirklich von Herzen. Schöne Tage mit der Familie. Oder wer unterwegs ist ohne Familie. Schöne Stellplätze, tolles Wetter, schöne Strände, Abenteuer, super Essen und ganz viel Gesundheit. Ohne geht nicht. Wir sehen uns bald, hoffentlich. Ja, wer weiß wo, vielleicht auch mal unterwegs. Im Ausland? Bei neuen Wohnmobilen? An der Nordsee. Bei an der Tess? Elbe. Technik? Am Nord-Ostsee-Kanal. Unterwegs? Ja. Auf Achse? Oh, ja. Wer weiß, wer weiß. Wer weiß, wer weiß. Bis bald. Macht's gut. Ja, tschüssi, tschüssi. Tschüss.